Und normalerweise geht es beim Fußball ja ums Tore schießen. Beim Bubble-Fußball, da kommt aber was dazu, was genau das super schwer macht. Nämlich das hier, ein Bumper. Aber da werde ich jetzt heute nicht einsteigen, sondern das macht Alexa für uns. Alexa, hi. Du bist ja dabei bei der Mädchen-WG im Schloss und bist heute unsere Purplus-Reporter-Praktikantin. Ja. Wir nehmen dich mit auf unserem Trip ins Schloss. Alexa gehört zur Mädchen-WG. Zusammen mit vier anderen Mädels. Von Kameras umgeben zu sein, das kennt sie. Aber als Reporterin ist das heute ihre Premiere. Das heißt, du wirst jetzt gleich da reinsteigen und wirst ein bisschen spielen. Ja, ich freue mich. Also ich bin riesig aufgeregt und ich finde es toll, hier zu sein. Also es sieht mega spaßig aus und ich glaube, das wird richtig cool werden. Genau, wir haben ja gerade schon geguckt, sieht echt funny aus. Ja. Und du musst dann auch als Reporterin natürlich so ein bisschen beschreiben, was es damit auf sich hat, was du da drin erlebst, damit alle, die zugucken, auch so ein bisschen nachvollziehen können, ja, was dahinter steckt. Und du kriegst natürlich ein Coaching. Und zwar von Chris. Jetzt müssen wir mal gucken. Chris hat die 9. Chris? Chris ist mit seiner Mannschaft mehrfacher deutscher Bubble-Fußballmeister. Und mit ihm wird Alexa heute trainieren. Hier siehst du ja, hier sind die Schultergurte, links und rechts. Und dann probierst du einfach mal aus, reinzukommen. Geh mal einfach rein. Genau, die Arme schön durch. Und hier die Hände rein, in die Haltegriffe hier vorne. Ja. Schön festhalten. Und jetzt versuch mal aufzustehen. Oh mein Gott. Boah, ist sie schwer. Ja, die wiegt ungefähr 11 Kilo. 11? Ja, 11 Kilo. Oh mein Gott. Wie fühlt sich an? Ungewohnt auf jeden Fall. Ja. Wie ist es, wenn ich dich umschubse? Oh mein Gott. Also man hat irgendwie überhaupt keine Koordination mehr. Und jetzt versuch mal selbst wieder aufzustehen. Mit Schwung? Oh mein Gott. Oh. Genau, roll ich mal so auf den Bauch. Auf den Bauch, okay, genau, auf den Bauch. Roll ich mal auf den Bauch. Und jetzt in die Knie. Und jetzt versuch dich mal hochzudrücken. Super. Ein Bein, noch ein Bein. Uff. Super. Anstrengend? Ein bisschen. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer ganz schön anstrengend wird. Aber ich bin mal gespannt. Also mal kurz zu den Regeln. Ähnlich wie beim Fußball versucht man ja Tore zu schießen. Und nur mit dem Unterschied, dass man den Gegner vorher umschubst und dann das Tor schießt. Also nicht, dass man eine rote Karte oder so kriegt, also muss man da irgendwas beachten irgendwie? Also man muss den Gegner von vorn tackeln oder von der Seite, weil der Gegner muss die nötige Körperspannung aufbringen, bevor man getackelt wird, um sich auf den Bump oder den Tackle einzustellen. Alles klar, das macht auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, von hinten wäre ein ganz schöner Schlag, ne? Genau, von hinten ist wirklich verboten, da gibt es eine rote Karte und beim zweiten Mal gibt's dann wirklich, geht man vom Feld. Ja, dann hoffe ich mal, werde ich nicht von hinten getackelt. Es geht los. Pro Team gibt es 4 Spieler. Das gegnerische Team hat einen türkisen Streifen auf dem Bumper. Bin gespannt. Das wird cool. Oh mein Gott! Wow! Ich sehe den Ball nicht mehr! Ich sehe überhaupt nicht, wer bei mir im Team ist. Ich hab das Gefühl, die sind alle nicht in meinem Team. Was geht denn jetzt ab? Unsere Mädchen-WG-Reporterin gibt alles. Ja. Ey, sobald man einmal liegt, ne? Man hat das Gefühl, man kommt im Leben nicht mehr hoch. Und dann ist der Ball plötzlich weg. Erstes Mannschaftsfoul. Assi! Alexa? Ja? Du musst wirklich darauf achten, dass wenn der Ball von vorn kommt und der Gegner, du die nötige Körperspannung aufbaust. Ja. Okay? Also es tut auch nicht besonders weh. Also man ist schon gut geschützt. Ich denke, das merkt man morgen, oder? Ja, so, morgen. Schultern und so, ein bisschen Muskelkater. Morgen kommt der große Muskelkater. Ja, geil. Ich freue mich. Auf jeden Fall. Das wirkt ja alles schon so ein bisschen chaotisch, aber es steckt tatsächlich eine Taktik dahinter. Wie beim richtigen Fußball hat jeder in der Mannschaft eine Aufgabe. Der eine schubst, der andere schießt. Und dann muss man nur noch bis zum gegnerischen Tor durchkommen. Scheiße, ich glaube, das war nicht für uns.
Abgesehen vom Schubsen gibt es beim Bubble-Fußball noch andere Spielregeln. Zum Beispiel kann man den Ball auch in der Bubble annehmen. Eine Art ausgedehnter Kopfball. Ja! Ja! Also ich glaube, das war ein Tor, aber das kenne ich so beim Fußball nicht, dass man das auch im Kopf balancieren kann. Aber ist eine geile Spielregel. Am Stück gespielt wird nur 5 bis 7 Minuten. Länger schafft man einfach nicht. Alexa schlägt sich ganz gut als Reporterin. Ich sehe den überhaupt nicht. Stimmt, Spielstopp. Warte mal, ich komme, Alexa. Hilfe! Kommst du alleine hoch mittlerweile, oder soll ich dir helfen? Ja, warte. Los geht's. Ach, wie cool. Ich bin schon ein Profi. Ey, das sieht so lustig aus. Du hast jetzt noch kein Tor geschossen, aber du hast als Reporterin einen super Job gemacht, muss ich echt mal sagen. Jetzt sag mal, wie ist es so? Ist es eher Spaß oder ist es ein Sport? Boah, also anfangs dachte ich ja, es ist mehr so Spaß. Also es macht auch mega Spaß, keine Frage, ne? Aber es ist so anstrengend. Aber daran siehst du mal, ne? Aus so einer anfänglichen Spaßidee eigentlich ist tatsächlich eine richtige Sportart geworden.